Moin, ihr Duschis, neue Fakten, los geht's. Beim Handjob geht es darum, den Mann mit der Hand zum Orgasmus zu bringen. Eine andere Bezeichnung dafür ist einen runterholen. Trockene Stimulation ist unangenehm, daher sollte Speichel oder Gleitgel verwendet werden. Man kann sowohl eine Hand als auch beide Hände benutzen. Auch die Hoden können beim Handjob mit einbezogen werden. Der Penis kann ruhig fest angefasst werden. Bei den Hoden muss man vorsichtig sein, weil sie empfindlicher sind. Bei Tempo und Rhythmus kann variiert werden. Am besten langsam anfangen und sich dann steigern. Der Mann kann die Hand der Frau führen, um ihr zu zeigen, wie er am liebsten stimuliert wird. Ein Handjob kann auch Vorspiel sein, wenn man vor dem Orgasmus zum Geschlechtsverkehr wechselt. Beide sollen dabei Spaß haben, damit es gut wird. Das waren ein paar Fakten zum Thema Handjob. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann schaut euch mal mein Hauptvideo dazu an. Ansonsten, ihr kennt das Spiel. Ich freue mich über ein Like und ein Abo von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal.